Moin moin, was geht ab, liebe Zöckler? Wir zocken hier wunderschön auf einem EU-Server eine Runde 4 vs. 4 auf der Karte Fossilienfunde. In meinem Team ist Careful, Rokosch und Sepp. Immer dreimal Zufall, die Kollegen. Und wir spielen hier gegen Kao Protoss, gegen Death Rally, Zufall, Checker, auch Zufall, und Anarion, Terraner. Oha. Der Checker ist auch an Bord. Wir checken den Checker schön weg. Wenn wir ihn kriegen. Gehe ich mal stark von aus. Was mache ich diesmal? Ich weiß es noch nicht. Ich habe mehr Bock, nur mal Raven zu bauen, aber im 4 vs. 4 braucht man natürlich auch ein paar kleine Einheiten. Ich hoffe ja mal, dass ich hier starte, dass ich mir... Ja! Ja, wirklich! Ich starte wirklich da. Das ist ja wohl ein Traum. Ach, fuck. Fuck. Stimmt ja. Da ist ja ein blöder Stein, der meine Gold-Exe blockiert. Wir machen natürlich direkt hier den Wall. Wir haben hier den Eingang. Gute Karte. Och, Rokosch. Was ist da wieder los? Wieder mal Probleme einer im Internet. Tja, das ist ja bei vielen Deutschen so. Auch bei mir, ja. Ja, wir liegen einfach im falschen Land, wenn es um Internet geht. Andere Länder sind da schon viel, viel weiter. Wir können da ganz vernünftig stabil zocken. Ich glaube, ich werde erst mal ein bisschen mit Reapern ärgern gehen. Uns hier direkt mal die erste Jute, das erste Jute Gas meine ich, und dann natürlich direkt die Kaserne. Davon gönnen wir uns gleich nochmal eine zweite, und dann werden erstmal hier ordentlich drei WBFs ins Gas geschickt und dann ein kleiner Rewash durchgeführt. So, zack, zweite Jute Gas besetzt. Kaserne ist jetzt auch zu 50% fertig. Können wir ja gleich fleißig loslegen. So, ich breche jetzt hier erstmal zwei ab und hole mir direkt mal die nächste Kaserne. Ist ja gleich fertig. Und, das Gas ist knapp. Und die sind ja so teuer, finde ich. Aber reicht, glaube ich, erstmal. Eins sollte, muss reichen. 25-50, nee, 50-50 ist ja sogar. 50-50 Chance habe ich jetzt hier. Stimmt ja, die kosten ja keine 25. So ein Reaper kostet einfach mal 50 Öcke, ne? Das ist ja nicht gerade geschenkt. Das ist natürlich auch eine nice Einheit. Deshalb lohnt es sich auch. So, ich muss mir jetzt erstmal hier gleich meine Satellitenzentrale ausbauen. Ich glaube, die verstecke ich erstmal hinten. So, oder fahre ich sie direkt nach vorne? Kann ich natürlich auch machen. Ich glaube, ich fahre mal direkt hier so hin. Nummer 2. Und ach nee, jetzt baue ich erstmal aus. Lege ich mal für 6. Die beiden sind auch für 3. So, erstmal Wall zumachen. Ah, da wird schon ein bisschen gestresst hier. Aber ich kann hier gleich mit meinen 3 Reaper noch ein bisschen besser stressen. So, gucken wir hier mal rein. Hier ist zum Beispiel gar nichts. Also wird hier ein Zerg oder was wahrscheinlich so. Genau, ist ein Zerg. Ohne Speed bis jetzt. Was uns natürlich traumhaft ist. Oha. Das war knapp. Das war knapp. Dritte Kaserne dazu.
Können wir erstmal schon ärgern. Wieder zurück. Was springt dabei raus? Natürlich. Bis jetzt noch keine Einheit verloren. No. Voran. Voran, voran. Nice. Mutas. Fast Mutas. Oder muss man zurück? Oh, das ist schon eine gute Batterie hier, aber trotzdem wollte ich mich hier nochmal ein bisschen heilen. Also hier erstmal ein paar... Ja, schreib's doch! Jung! Ja! Unsere Verbündeten werden angegriffen. Jumpen wir mal direkt hinten rein hier. Guter Bau, erstmal dezimieren. Da kommt kein Mutter mehr raus. Yay, yay, verarschen. Yay. Hier kann ich nicht bauen. Jetzt wollen wir uns erstmal... Das zweite Kommando. Und nicht eine Einheit verloren. Wird aber bestimmt gleich noch kommen. Ah, da ist es soweit. Überladung macht er jetzt noch auf. Das sagt natürlich. Die T ist bei mir in der Base, wie ich sehen kann. Das rockt gar nicht. Einen haben wir mal weggerissen. Kommt doch alles. Nicht genügend Energie. Schön. Direkt auch mal die Echse holen. Jetzt machen wir mal einen kleinen Go. Und bauen natürlich vorne erstmal was hin. Kann nicht sein, dass hier die T's hier einfach so reinlaufen. Nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Erstmal zum Observer Point ran. Und schauen wir erstmal ein bisschen rum. Die müssen hier bestimmt auch eine Echse haben. Also gehe ich mal stark von aus. Nur hat er gar nicht. Nicht meine Echse hier. Hm? Ja gut, er hat die andere Echse da vorne gebaut. Oh, ein gefundenes Fressen für mich. Raus. Oh, ein Leck. Oh, da werden ein, zwei drauf gehen. Ah, einer geht ja. Ich war ein bisschen mehr gekillt. Die sind auch sowas von schnell. Dass er mit seinen Einheiten da ist. Oh, das hat sich wieder gelohnt. Aber erstmal ein paar Marodeure. Oha, das war teuer.
Ah, die Stalker sind schon nicht gerade langsam. Ja, mach doch mal eine geeignete Landezone raus. Wer ist denn damit? Wir brauchen jetzt erstmal ein paar Marodeure noch. Weil der baut dann eine ganz schöne Masse. Und da ist er auch schon. Ich hoffe, die haben da was. Oh, wieder Photon-Overcharge. Och, Mann. Kann nicht sein. So, wir holen uns erstmal schön noch Stimmy dazu und jetzt werden erstmal Marodeure gebaut. Der eine, der ächzt nur die Goldechsen voll, ne? Pure Frechheit. Dann haben die bestimmt wieder ein paar Drohnen gebaut, damit sie wieder Mineralien kriegen, natürlich. Und Gas auch. Würde ich auch so machen, ja, wenn ich ehrlich bin. Deswegen immer darauf achten, was der Gegner da so betreibt. Och, ist ja nett. Hier können wir auch direkt wieder müssen das wegnehmen. Traumhaft. Er baut hier ordentlich Gates, macht Upgrades. Schön. Sein Quarter hier unten, können wir hier wieder ordentlich dezimieren. 8 Kills, 6 Kills, 3 Kills, 9 Kills, 10 Kills. Da ist er wieder. Die sind aber auch so schön schnell, dass wir jetzt auch mal ein bisschen was dezimieren können. Haha, hier geht's direkt weiter. Ach, ist doch herrlich. Bricht er wirklich ab, ne? Da keine Zeit zu. Das heißt, er steht hier oben nicht mehr. Doch, steht er noch. Natürlich steht er da noch. Da kommt der Chor. Müssen wir weg. Ich glaube, erstmal da oben rauf. Und Depots brauche ich. Und vielleicht sollte ich auch mal meine Echsen jetzt langsam mal irgendwo hinfliegen. Wäre ja eine Möglichkeit, die man mal in Betracht ziehen könnte. Ich denke ja. So, da mal eine Echse und die wird einfach mal hier neben geflogen. Da werden wir mit den Marodeuren erstmal kurz ein bisschen rangehen und hier mal was wegballern. Und mal eine Fabrik aufbauen noch. Oh, schön. Sepp baut einfach Träger, ne? Er baut einfach die Träger. Er baut sie einfach. Ganz locker und flockig aus dem Handgelenk. Werden Träger gebaut. Das ist mal Imba. Schön. Wir haben da wieder. Und werden mit den Marodeuren erstmal wieder vorangehen. Jetzt machen wir auch nochmal einen Push. Scannen. Guck mal her, Freunde, so einen. Ah, die Tee, gut. Habe ich das jetzt überhaupt weggeschrotet? Natürlich nicht. Ach, ist doch zum Heulen, ist das doch. So, jetzt erstmal einen Eco-Transfer machen. Gleichzeitig rocken wir jetzt hier mal die Butze weg. So. Gehen wir mal direkt zum nächsten rüber. Das passt auch. Gehen wir mal mit Stimmy hier rein. Und
Wir bomben erstmal die wichtigsten Sachen hier weg. Das läuft ja. Meister des Foren Fors. Bin ich. Ja. Oh, jetzt wollen sie es wirklich noch herauszögern. Ja, da unten war ja auch noch einer. Das ist geil. Jetzt noch den Zerch dort wegrocken. Dann passt das schon. So, jetzt können wir hier Gold, wenn wir möchten. Theoretisch doch aufbauen, ja. Mit dem natürlich nicht mehr allzu viel. Mammut ist noch anfordern. Und sehr klein. Wiedersehen. Macht Spaß rauffeuern. Und GG. Wunderschön. Wunderschön einfach irgendwie. Geil, ich hatte zum Schluss ein Mineral und ein Gas. Sah auf jeden Fall gerade so aus. Oder ich habe Störungen. APM 148. Oh, das geht ja schon mal. Und auf Platz 4 momentan ist klar, ich habe einen Rush gemacht. Hatte zwar später auch ordentlich Einheiten. Aber der Sepp, der hat natürlich Fettträger gebaut. Und fette Einheiten bringen viele Punkte ein. Kann man ja mal schauen, einheitenmäßig. Sepp auf Platz 2 mit gebauten Einheiten, vernichtete Einheiten und zerstörten Gebäuden. Grafen, gucken wir mal den Grafen an. Vergleichen wir das mal. Chup, chup, chup. Chup, chup, chup. Jo. Anfangs, wie man sehen kann, ist mit der Push. Dann habe ich natürlich... war ich noch besser als er und dann habe ich natürlich ein paar Einheiten verloren, die Reaper verloren und dann habe ich natürlich die ganzen Kasernen gebaut und da geht es steil wieder hoch zum Ende her. Wenn das Game noch länger gewesen wäre, weiß ich nicht. Nee, ich glaube geschlagen hätte ich nicht, aber ich wäre vielleicht noch einen Platz oder was hochgerutscht. Okay, haut rein. Viel Spaß beim Zocken wünsche ich euch. Euer Agri. Bis zum nächsten Mal.